Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendete Bolk Autobatterie exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus. Ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Um die Batterie zu entfernen, musst du die Halteplatte lösen. Nimm dir eine Ratsche, eine lange Verlängerung und einen 13 mm Einsatz, um die Halteplatte der Batterie abzuschrauben. Und sie dann zu entfernen. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die Haltemutter des Minusklemme. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Öffne den Deckel des Kunststoffgehäuses auf der Batterie. Löse mit einer Ratsche und einem 10er Einsatz die Sicherungsmutter des Pluspols. Hebe dann die beiden Halteverschlüsse an der Luftfilterkastenabdeckung an. Entferne die Abdeckung. Entferne dann das gesamte Gehäuse und positioniere es so, dass es beim nächsten Vorgang nicht im Weg ist. Entferne jetzt die Textilverkleidung der Batterie. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig heimtückische Pannen zu vermeiden. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also auch beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Batterie zur Hand. Entferne die Schutzabdeckungen. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch, damit sie weniger oxidieren. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in ihre Halterung. Setz nun die Textilabdeckung der Batterie wieder ein. Setze das Kunststoffgehäuse wieder ein und schraube es wieder fest. Bring dann die negative Klemme wieder an. Schieb sie so tief wie möglich ein und schraub sie dann mit dem Steckschlüssel fest. Es ist ziemlich schwierig, ohne den richtigen Tipp die Halteplatte der Batterie wieder einzusetzen. Tipp: Nimm ein Stück Haushaltpapier. Lege es flach auf den Einsatz und drücke den Kopf des Bolzens in den Einsatz. So hält er wie von Zauberhand. Bringe die Schraube wieder an. Setz die Abdeckung wieder auf. Verschließe die beiden Verriegelungen. Vorgang beendet. Hallo,
Ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!